Mahlzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, es ist schon wieder ordentlich was los hier auf YouTube, allgemein in der Filmcommunity. Da geht es natürlich auch schon wieder heiß her. Angefangen natürlich mit den Terrifier 2 Mediabooks, wie da die Leute schon so dermaßen am Ausrasten gewesen sind. Aber gut, das ist ein komplett anderes Thema. Da komme ich definitiv dann mal später drauf zurück. Und dass da halt sich zwei YouTuber momentan so ein bisschen so im Clinch sind. Ne? Zum einen der Movilu, der hatte ein Video gemacht, wo er gesagt hat, ja, sein Kanal bräuchte ein Upgrade, weil er möchte halt was verändern, er möchte was anderes machen, weil das, was er bisher so gemacht hat, oder das einiges, was er so gemacht hat, er nicht mehr so dahinter steht, es gefällt ihm nicht mehr, sprich so die ganzen Unboxings und auch diese Blu-ray-News, die er immer gemacht hat, die ich mir auch immer angeguckt habe bei ihm. Und hat er natürlich dann das alles natürlich richtig gut begründet und möchte natürlich auch von seinen Zuschauern, auch allgemein von seinen Abonnenten wissen, was sie denn gerne sehen möchten und fragt somit um Hilfe, was ja auch nicht verkehrt ist. So, er hat das, wie gesagt, halt komplett richtig gut beschrieben. Wie gesagt, Video werde ich euch in die Videobeschreibung mal verlinken, so dass ihr euch das mal angucken könnt. Und dann hat dann natürlich auch ein anderer YouTuber seine Meinung dazu kundgetan. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei diesem YouTuber hat mich das überhaupt nicht überrascht, dass er da seine Meinung kundtun musste. Weil wenn irgendwo was los ist oder sonst irgendwas, sei es auf YouTube oder sei es auf Facebook, sieht man ihn immer an vorderster Front. Und er ist dann auch immer ordentlich am Schießen, versucht dann immer die Leute zu belehren, zu erklären, dass das so und so nicht geht, dass das nur so und so funktioniert. Also für mich ganz einfach halt eine Mutter Teresa. Es ist ganz einfach so, ich kann es nicht schöner reden. Die Rede ist von Stanleys Filmzimmer oder aber auch Stanleys Meckerzimmer. Weil im Meckern ist er wirklich 1A, ne? Da gibt es wirklich nichts, ne? Da ist er wirklich total Bombe, da ist er richtig in seinem Element drin. Ich meine, kritisieren kann man, ja, definitiv, ist ja auch vollkommen legitim, wenn man auch andere YouTuber kritisiert, weil nur so kann man sich verbessern. Aber wenn man lange, und das auch über längeren Zeitraum, immer ein und dasselbe hört, nervt es einen. Dann nervt es einen irgendwo und man legt dann auf so eine Meinung dann auch irgendwann keinen Wert mehr. Und so ist das momentan auch bei Stanley, weil er fing natürlich dann wieder an, das Gleiche am Movilu zu kritisieren. Ja, du bist ein Copycat vom Cine Manuel. Du kopierst du hast die Drohnenflüge von ihm kopiert, du hast die Blu-ray News von ihm kopiert und du hast dann auch angefangen, Filmbörsenvideos zu machen, genauso wie es Cine Manuel gemacht hat. Wo ich mir die Frage stelle, hat Cine Manuel ein Patent da drauf? Nein, hat er nicht. Dann, das nächste, was interessiert dich? Wir haben irgendwo alle schon irgendwo kopiert. Sei es bei den Unboxings, sei es bei Monatsupdates oder sei es bei irgendwelchen Reviews. Na? Und aber für den Stanley ist das ja irgendwie dann immer wieder so ein Ding, so ein Punkt. Er muss das immer und immer wieder irgendwie rausholen, weil er irgendwie anscheinend nichts Neues hat. Und dann fing er dann natürlich auch an, weiter zu erzählen und hat dann natürlich auch gesagt, dein Kanal ist ja dann auch im ersten Jahr dann auch richtig gut gestiegen von den Abonnenten her. Stimmt, habe ich auch mitbekommen. Habe ich mich auch für den Movilu gefreut. Ja. Aber da habe ich mir dann so gedacht, kann es vielleicht sein, dass du vielleicht ein bisschen neidisch bist, dass da sein Kanal ja einen richtig guten Wachstumsschub gehabt hat im ersten Jahr. Und vielleicht war es in deinem ersten Jahr nicht so. Und wenn man sich die Klickzahlen anguckt auf deinen Videos und auf seinen, sehe ich da groß keinen Unterschied. Ich sehe da manchmal sogar bessere Klickzahlen auf Movilu, seinen Kanal, als auf deinen. Und das schließt dann halt für mich ganz einfach, du bist neidisch. Du bist einfach nur neidisch. Ich meine, du hast über 5000 Abonnenten,
Du hast weitaus über, du hast mehr als 5000 Abos als ich. Ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sei dir ja auch gegönnt. Aber irgendwie bist du darauf neidisch, dass Movilu bessere Klickzahlen hat als du. Weil, wenn man sich natürlich auch so deine Videos so anguckt, wenn du über Retro-Geschichten redest, sind die Klickzahlen natürlich jetzt nicht so krass im Verhältnis zu deinen Abos. Und ja, wenn du jetzt solche Rage-Videos natürlich raushaust, da sind natürlich die Klickzahlen natürlich sehr, sehr hoch. Na, ganz klar, weil wenn jetzt irgendwie Beef im Gang ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, das unterhält die Leute, das unterhält die Leute und das weißt du. Das weißt du natürlich und dann springst du auf diesen Zug natürlich auch auf. Einige werden jetzt sagen, oh, das machst du ja jetzt auch. Könnt ihr gerne so sehen, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich gebe da halt einfach nur meine Meinung dazu jetzt kund und das darf ich auch. Wir sind hier in einem freien Land, ich habe Meinungsfreiheit. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich habe am Anfang Stanleys Filmzimmer auch mal auf Abo gehabt. Ich habe wirklich seine Videos geguckt, weil mich das mit seinem Retro-Kram, was er da alles so vorgestellt hat, fand ich richtig gut. Es hat mich unterhalten, aber es ging mir dann ab einem gewissen Punkt, ging es mir dann halt einfach nur noch auf den Keks. Und zwar, wo es dann losging über die Weird Talk-Themen, ne, kann man ja auch mal machen. Aber er war ja dann nur noch am Abrotzen, sprich du warst nur noch am Abrotzen, Stanley. Ich weiß nicht, ob du das Video hier siehst, aber solltest du es sehen, Grüße gehen auf jeden Fall auch an dich raus. Und da denke ich mir dann nur so, was sagt, habe ich mir dann nur so gedacht, irgendwie bist du die ganze Zeit nur so unzufrieden. So hatte ich jedenfalls so den Eindruck als Zuschauer, da habe ich noch gar keinen YouTube gemacht. Und ich fand das halt einfach sehr, sehr schade, weil ich kannte deinen Kanal auch anders, komplett anders. So, und dann fingst du halt an, nur noch loszuschießen gegen gewisse Leute, gegen andere YouTuber, du musstest dann irgendwie immer zu jedem Punkt, wenn irgendwo Streit war oder sonst irgendwas, musstest du deine Meinung kundtun. Und gewisse Leute sind dann halt einfach auch schon ja total abgefuckt von dir gewesen. Aber es hat dich nicht interessiert, du gibst ja trotzdem deine Meinung dazu kund. Und deswegen musst du dir jetzt dann auch die Meinung von anderen anhören, ne? Die jetzt auch auf dein Video reacted haben, wie jetzt zum Beispiel der Slane. Ich weiß nicht, ob du dieses Video hier sehen musst. Grüße gehen auf jeden Fall auch an dich raus. Ich habe mir dein Video auch angeguckt, deine Reaction. Komplett legitim, fand ich mega gut, sehr unterhaltsam und du hast sehr, sehr viele Punkte auch auf den Punkt gebracht, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es sind Dinge gewesen, die ich mir selber auch die ganze Zeit schon so im Innerlichen so gedacht habe, die hast du ausgesprochen. Und das finde ich gut, dass du das gemacht hast. Und ja, wie gesagt, zieht euch auf jeden Fall auch diese Reaction rein. Video ist dann auch in der Videobeschreibung vom Slane. Dann kam natürlich auch noch eine andere Reaction von der Bundesfilmanstalt. Grüße gehen auch an dich raus. Habe ich mir auch angeguckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da richtig am Schmunzeln. Ich war da wirklich am Schmunzeln gewesen. Gut, bei Slane seiner Reaction genauso. Da musste ich genauso lachen an sehr, sehr vielen Stellen. Aber bei der Bundesfilmanstalt, da war schon ein Ticken krasser, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber er hat da auch sehr, sehr gute Argumente gebracht, finde ich. Und er hat auch sehr, sehr viele Dinge in Frage gestellt, wo ich mir auch so die Frage gestellt habe. Was ist denn da nicht richtig? Ne? Weil Stanley geht natürlich übelst krass, sehr, sehr oft immer zu auf Cinemanuel ein. Ja, und Bundesfilmanstalt hat da natürlich eine Frage in den Raum geworfen. Ich spiele euch das jetzt einfach mal ganz kurz ein. Sag mal, Stanley, jetzt mal ohne Scheiß, Cinemanuel hier, Cinemanuel da, in jedem zweiten Video von dir. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber habt ihr irgendwie eine homoerotische Beziehung oder was? Ja, so, ihr habt es jetzt gesehen, also... Ich muss schon wieder lachen, es tut mir leid. Es ist einfach genial, aber das ist halt auch so eine Frage, ganz ehrlich. Ne? Selbst wenn es so ist, ne, habe ich da absolut nichts gegen oder sonst irgendwas. Ne? Alles vollkommen okay. Aber ganz ehrlich, Stanley, du kriegst Cinemanuel so dermaßen in den Allerwertesten hinein, wo ich mir denke, bist du jetzt gerade sein kleiner Kampfdacke, der jetzt gleich loslegen muss, ah, hier, der Movilu, der hat wieder gegen dich, der hat wieder hier das und das kopiert, ne, das muss ich jetzt ganz klar stellen, wo ich mir so denke, kann das ein Cinemanuel nicht selber? Kann er das nicht selber? Nein, du musst gleich in die Bresche springen und dann gleich dann wieder loslegen. Und es ist mir auch selbst bekannt, weil ich mit dem Movilu in Kontakt stehe,
dass er mit Cinemanuel darüber gesprochen hat. Ja, er hat darüber mit ihm gesprochen. Und das war für beide dann in Ordnung. Und auch für den Cinemanuel war es in Ordnung gewesen, dass da diese Blu-ray-News auch beim Movielu weiterlaufen. Aber nein, für dich ist das nicht in Ordnung, weil einfach Neid. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was ich mir erklären kann. Es sei denn, du hast eine bessere Erklärung für mich. Also, ich bin gespannt. Ich bin definitiv gespannt. Und ja, kann ich halt irgendwo nicht nachvollziehen, diese Neid und diese Missgunst allgemein. Ich verstehe es nicht, weil wenn man halt einfach allgemein mal so überlegt, auch ein Cinemanuel hat diese Blu-ray News nicht erfunden. Vor ihm hat das auch schon ein anderer gemacht. Es haben genügend andere gemacht. Also, ich weiß es nicht, aber ja, wie gesagt, irgendwo hat jeder schon mal kopiert, ne? Wie gesagt, ich habe das auch, wie gesagt, dann schon auch mal beim Voice 82 gesehen, der auch sowas schon mal gemacht hat. Und selbst du, Stanley, hast es schon mal gemacht, ne? Der Filmflo hat sogar einen Community-Post darüber abgelassen. Ohne Scheiß. Ich kann euch ganz einfach mal kurz die Bilder hier einblenden. So sieht das Thumbnail vom Cinemanuels, die Blu-ray News. Ah, und jetzt kommt deins. Du hast so Retro-Schnapper mal gemacht. Und ich habe mir dieses Video auch damals angeschaut. Ich hatte das wirklich dann total vergessen, weil ich wurde erst wirklich von dem Filmflo dann wieder darauf aufmerksam gemacht. Und das Video habe ich mir angeschaut. Und es war auch fast eins zu eins wie beim Cinemanuel. Und kamen da irgendwelche Kommentare, dass du da kopiert hast oder sonst irgendwas? Nein. Warum musst du dann andere ankreiden, wenn irgendwas kopiert wird oder sonst irgendwas? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und deswegen hat ja auch der Movie-Du gesagt, lass ihn doch einfach in Ruhe. Dann lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, kümmere dich um dein Kram. Genauso wie es jeder andere YouTuber genauso macht. Einfach auf seinen Kanal das machen, worauf er Bock hat. Und sich um seinen Content zu kümmern. Aber irgendwie kannst du das nicht. Wie gesagt, in diversen Facebook-Gruppen habe ich es ja natürlich auch schon gesehen, dass du da dabei bist, irgendwelche Leute zu belehren. Auch einige Händler bist du dabei zu belehren, was die verkaufen dürfen und was die nicht verkaufen dürfen. Ich sage nur Last House on the Left. Einen Händler hast du da auch versucht zu belehren. Und der war dann auch schon so dermaßen genervt von dir. Es ist ein Wunder, dass er dich noch nicht blockiert hat. Also es wundert mich wirklich. Keine Ahnung, vielleicht kaufst du auch einiges von ihm ab. Ist mir eigentlich auch in dem Moment relativ egal. Aber ganz ehrlich, es nervt den Leuten einfach nur. Deine Moralapostel, dass du hier die Mutter Teresa raushauen musst oder die Mutter Teresa spielen musst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer dich dazu ernannt hat oder sonst irgendwas. Meine Stimme hast du dazu nicht bekommen, dass du jetzt hier die Mutter Teresa bist auf YouTube. Keine Ahnung, weiß nicht, was mit dir los ist. Man sieht es auf jeden Fall auch oft genug in deinen Videos, dass du ein Gesicht ziehst wie 10 Tage Regenwetter und hast du nicht gesehen. Also keine Ahnung, so wie es auch Bundesfilmanstalt gesagt hat, dass du wahrscheinlich, oder gehst du wahrscheinlich überhaupt lachen, aber wenn, dann in so einen tiefen Keller, der noch tiefer als ein Keller ist, also richtig weit tief, weiß ich nicht, keine Ahnung. So kommt es mir jedenfalls auch vor. Also, keine Ahnung. Bin damit jetzt erstmal durch. Muss das auch erstmal noch so ein bisschen sacken lassen. Wie gesagt, die Videos von der Reaction von Slane und auch von der Bundesfilmanstalt werde ich euch hier verlinken. Ich werde euch auch das Video vom Stanley hier verlinken, was er da gesagt hat. Und auch das Video vom Movielu. Schaut euch das einfach mal an. Geht auf jeden Kanal. Bitte nicht rumhaten oder sonst irgendwas. Das muss nun echt nicht sein. Lasst Liebe da, lasst einen freundlichen Kommentar da, auch ein Abo, wie ihr wollt, aber nicht unbedingt rumhaten oder sonst irgendwas. Erfreut euch einfach auch an kleinen Dingen im Leben und einfach das Lachen nicht vergessen. Wie gesagt, ich habe mich auch köstlich amüsiert über diese Videos. Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen drauf und wie gesagt, es soll am Ende einfach Spaß machen. So, ich bin dann jetzt hier durch. Ich wünsche euch noch was. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.